Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei unserer Public Management Info Session. Mein Name ist Günter Horniak. Ich darf das Bachelorstudium Public Management leiten, werde auch Ihr Ansprechpartner für Anliegen während des Studiums sein. Und wenn Sie sich dazu entschließen, sich zu bewerben, werden Sie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und dort werden wir uns dann wahrscheinlich zum ersten Mal auch persönlich kennenlernen. Wenn Sie Fragen haben, auch Kontaktdaten finden Sie unterhalb, die können Sie gerne auch danach stellen, wenn Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Frage einfällt. Public Management, es gibt bei uns das Bachelor- und das Masterstudium. Public Management ist in einem Department integriert, die unsere Kompetenzen bündelt. Unsere Themen in unserem Department sind Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit und Politik. Zu all diesen Themenbereichen haben wir auch unterschiedliche Angebote. Das heißt, nach einem Public Management Bachelorstudium können Sie auch überlegen, ob Sie zum Beispiel einen Master im integrierten Risikomanagement oder einen Masterlehrgang absolvieren. Aber natürlich auch jedes andere Masterstudium steht Ihnen dann zur Verfügung nach dem Abschluss eines Public Management Bachelors. Was ist das überhaupt, Public Management? Ich gehe davon aus, dass Sie sich schon vorab ein wenig informiert haben oder ohnehin wissen, was Public Management ist oder was auch unser Studium anbietet. Wir haben ein Studium mit Inhalten, die auf eine moderne Verwaltung und auf die öffentliche Wirtschaft zugeschnitten sind. Unsere Ausbildung ist, und das können wir wirklich behaupten, bedarfsgerecht, interdisziplinär und wirklich sehr praxisnah. Das stellen wir auf unterschiedlichen Arten auch sicher, unter anderem auch durch die Lehrenden, die nahezu alle auch aus der Praxis kommen. Public Management ist ein fächerübergreifendes, ein interdisziplinäres Studium. Was heißt das? Wir vereinen unterschiedlichste Perspektiven aus anderen Wissenschafts- oder Studienfächern. Unser Studium setzt sich zusammen aus Lehrveranstaltungen zu den Themen Betriebs- und Volkswirtschaft, natürlich auch Organisationswissenschaften und Politik sowie Rechtswissenschaften. Wir führen das zusammen, weil wir auch finden und weil wir denken, dass es notwendig ist, dass die Verwaltung sehr viele Themen zu behandeln hat und weil dafür ein breiteres Wissen auch notwendig ist, um hier Lösungen zu finden. Nach dem Abschluss Ihres Studiums schließen Sie mit dem Bachelor of Arts in Business ab. Auch das zeigt schon diese wirtschaftliche organisationale Ausrichtung. Wo können Sie tätig sein, sofern Sie es noch nicht sind, sofern Sie also noch nicht in der Verwaltung tätig sind? Es gibt hier eine Reihe von Möglichkeiten, wo Sie mit einem Public Management Bachelorstudium ganz sicher einen Arbeitsplatz finden werden. Das sind sämtliche Gebietskörperschaften wie der Bund, die Länder, aber auch Gemeinden und andere Gebietskörperschaften, dann natürlich auch die Tochtereinrichtungen, ausgegliederte Rechtsträger in Wien, Wien Energie zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, auch Sozialversicherungsträger, Universitäten, also alles, was im Bereich des öffentlichen Sektors angesiedelt wird und dort auch Tätigkeiten ausübt, ebenso natürlich wie öffentliche Unternehmungen, Daseinsvorsorge, aber auch NGOs und NPOs, weil wir zwar Betriebswirtschaft zum Beispiel unterrichten, aber natürlich mit einem anderen Fokus, mit dem Fokus auf Gemeinwohl, mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und für den öffentlichen Sektor. Warum sind wir so besonders? Nicht nur, weil Public Management in Wien die einzige Möglichkeit ist, bei uns zu studieren sozusagen. Es gibt dann noch welche Möglichkeiten in Oberösterreich und Kärnten. Also wir haben zum einen dieses Alleinstellungsmerkmal hier in Wien jedenfalls. Und wirklich auszeichnet
Sie nach Abschluss des Studiums, dass wir Sie auf die Herausforderungen des Wandels in der Arbeitspraxis der Verwaltung vorbereiten. Das heißt, wir bringen Ihnen Themen, Bereiche, Kompetenzen bei, die es Ihnen ermöglicht, in dieser neuen Form der Verwaltung, die sich in den letzten Jahrzehnten wirklich stark verändert hat, ich sage nur Digitalisierung, für diese Herausforderungen bereiten wir Sie vor. Und dazu braucht es eben diesen interdisziplinären Ansatz, den wir in unserem Curriculum verankert haben. Wir führen diese wirtschaftlichen, die rechtlichen und das organisatorische Wissen zusammen, und immer genau fokussiert auf das, was in der Verwaltung, im öffentlichen Sektor notwendig ist. Wir richten unser Curriculum auch danach aus, dass wir Sie als dann Public Managerin, Public Manager, als Dolmetscher zwischen einer Verwaltungs- und einer Digitalisierungslogik bringen. Das heißt, Sie können die Notwendigkeiten dann, wie etwas zu digitalisieren ist, auch abschätzen. Und Sie haben in unserem Studium noch viele andere Punkte, die Sie für diesen Job im öffentlichen Sektor wirklich hervorragend vorbereiten. Das Wissen zur Digitalisierung, das Wissen zur Wirkungsorientierung, das heißt, ein wesentliches Prinzip der Verwaltung, Wirkungen vorab zu definieren und zu kontrollieren, was wollen wir überhaupt erreichen. Wir legen Wert darauf, dass Sie als Mitarbeiter, Mitarbeiterin des öffentlichen Sektors sich bewusst sind, dass Sie hier andere Rolle, eine besondere Rolle einnehmen, im Staat sozusagen, dass Sie für Bürgerinnen und Bürger tätig sind. Deswegen auch die Themen Public Ethos, Gemeinwohl und Nachhaltigkeit bei uns ganz essentiell. Und letztendlich geben wir im Bachelor auch Kompetenzen mit, damit Sie auch schon in erste Führungsfunktionen treten können, im Master dann noch wesentlich vertiefter. All das zusammen im Paket, das können wir, glaube ich, wirklich von uns behaupten, gibt Ihnen ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Studienrichtungen, die sich natürlich auch im öffentlichen Sektor finden. Unser Studium ist wirklich genau fokussiert auf den öffentlichen Bereich und bietet Ihnen somit wirklich eine gute, solide Basis, um hier auch einen Job zu finden oder sich zu höher qualifizieren, wenn Sie schon im öffentlichen Sektor tätig sind. Was gehört noch dazu? Ein bisschen genauer oder konkreter nochmal. Also wir bieten Ihnen dieses Fachbasiswissen, diese Skills zu dem Thema Recht, ein ganz essentielles Ding im Public Management Bereich. Die Verwaltung darf nur aufgrund von Gesetzen agieren. Von daher ist es ein ganz wichtiger Teil der Ausbildung. Sie bekommen von uns Fachwissen zur Wirkungsorientierung, zu Budgets, auch zu persönlichen Skills, die Sie bei uns weiterentwickeln können. Wir versuchen Ihnen analytische Kompetenz und Systemdenken auch zu vermitteln. Wie erkenne ich Probleme? Wie analysiere ich diese? Wie finde ich Lösungen? Mit welchen Ansätzen komme ich hier weiter? Wissenschaftliches Arbeiten ist essentiell bei uns und von wirklich großer Bedeutung, bereitet auch gut darauf vor. Wir haben die Themen Innovation und Change Management. Also wie begleite ich diese Veränderung im Berufsleben, in der Tätigkeit? Wie stoße ich Innovationen an? Auch das sind Themen, die wir hier bei uns unterrichten. Ebenso wie Prozesswissen und Gestaltung. Also wie gestalten sich Prozesse? Wie kann man Prozesse verbessern? Sie können bei uns auch, Sie lernen auf jeden Fall Projektmanagement, dazu gibt es eigene Lehrveranstaltungen und Sie können das auch mit einem internationalen Zertifikat abschließen, also ein kleiner Zusatznutzen zum Studium. Dann natürlich Digitalisierung, wesentlich und wichtiger Teil hier bei uns, ebenso wie die Themen Team und Führung. Was sind Sie in Ihrer Rolle als Teammitglied sozusagen, aber auch, wie kann ich bereits führen? Was sind die wesentlichen Punkte, um hier auch ein Team zu führen? Und natürlich das Thema Internationalisierung. Englisch-Lehrveranstaltungen sind essentiell in nahezu jedem Semester vorhanden und diese Skills können sich hier natürlich bei uns auch stark verbessern.
Kurz hier ein grafischer Überblick, wie sich unser Studium zusammensetzt. Sie sehen hier die Hauptsäulen des Studiums, also die wesentlichen Hauptaspekte von links nach rechts. Das ist Rechtsstaat und Verwaltung, ein großer Anteil, dann natürlich Verwaltung und Wirtschaft, der Wirtschaftsteil, dann das Thema Organisation, Steuerung und Prozesse. Team und Führung ist eine eigene Curriculumsäule, aber ebenso wie auch Public Service, Ethos und Gemeinwohl. Wissenschaft für uns, wie ich vorher schon erwähnt habe, wirklich ein wichtiger Punkt, der bei uns von Bedeutung ist, und Digitalisierung. Sie sehen diese drei Säulen, Digitalisierung, Wissenschaft und Public Service Ethos, durchdringen alle anderen. Das heißt, auch in Themen zur Verwaltung, in Themen zu Recht, transportieren wir mit das Thema Digitalisierung oder Wissenschaft und auch Public Service Ethos. Also wir versuchen hier dieses interdisziplinäre Wissen auch schon in allen Fächern einzubringen. Also ein Silo-Denken wollen wir verhindern. Sie sollen nach unserem Studium noch besser ganzheitlich denken können. Das ist auch ein Ziel, dass wir uns hier im Studium setzen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einen persönlichen Schwerpunkt zu setzen in Ihrem Studium. Hier haben wir Wahlpflichtmodule. Sie können sich in dieser vertiefenden Fachkompetenz, wie wir es auch nennen, eines von vier aussuchen. Wir haben als Wahlpflichtmodul das Thema Digitalisierung und Quantifizierung, das Thema Nachhaltigkeit und soziale Transformation, dann Partizipation und Empowerment oder auch Wissensmanagement. Das heißt, im Ende des zweiten, zu Beginn des dritten Semesters wählen Sie eins dieser Wahlpflichtmodule und das besuchen Sie dann sozusagen mit über vier Lehrveranstaltungen hinweg, zwei im zweiten Semester, zwei im dritten Semester und zwei im vierten Semester, in Summe 8 ECTS. Ein ECTS sind rund 25 Stunden. Das heißt, Sie bekommen hier 100 Stunden Zeit, um sich hier in einem dieser Wahlpflichtmodule auch persönlich zu vertiefen. Gut, dann, wenn ich Sie vielleicht schon ein bisschen interessiert gemacht habe, hier jetzt noch ganz ein paar formale Punkte. Wer kann sich überhaupt für unser Studium Public Management Bachelor bewerben? Natürlich jede und jeder. Es gibt da jetzt keine Voraussetzungen, was Sie schon können müssen oder mitbringen. Sie brauchen aber jedenfalls natürlich den Nachweis einer allgemeinen Hochschulreife. Das ist üblicherweise eine Matura, gleichwertiges ausländisches Zeugnis, eine Berufsreifeprüfung oder auch eine Studienberechtigungsprüfung. Das benötigen Sie jedenfalls. Unser Studium ist zwar berufsbegleitend, wie Sie vielleicht schon wissen, Sie müssen aber nicht schon berufstätig sein. Das heißt, wenn Sie kurz nach der Matura zu uns kommen, auch das ist möglich. Jedoch müssen Sie dann ein Praktikum während des Studiums ableisten. Das können Sie gestalten, wie Sie möchten, Teilzeit, Vollzeit, wie es halt dann am besten ist. Jedenfalls sind 11 Wochen Praktikum zu absolvieren. Wenn Sie jetzt schon berufstätig sind, also in der Verwaltung zum Beispiel, dann wird Ihnen dieses Praktikum jedenfalls auch angerechnet und Sie brauchen dafür Ihre Berufstätigkeit nicht zu unterbrechen. Wenn Sie aus einem anderen Job kommen, können wir das vorab auf jeden Fall zum Beispiel im Rahmen des Bewerbungsgespräches auch klären. Wir sind berufsbegleitend, habe ich erwähnt. Wir unterrichten daher für Sie dann alle 2 Wochen, jedes zweite Wochenende, an Freitagen und Samstagen jeweils ganztägig von 8 bis 17:30 Uhr. Und vereinzelt finden sich im Semester dann noch Donnerstage, wo es Unterricht von 16 bis 20 Uhr gibt. Das kommt aber, glaube ich, aktuell nur dreimal im Semester vor. Aber Freitag, Samstag den ganzen Tag
Und wir haben im Wesentlichen auch Anwesenheitspflicht. Das heißt, das muss Ihnen bewusst sein. Diese Tage müssen Sie sich, wenn Sie bei uns studieren möchten, auch irgendwie freinehmen oder sich so einteilen, dass Sie bei uns vor Ort sind. Zum Aufnahmeverfahren. Das heißt, wir werden ungefähr Mitte Dezember unsere Aufnahmeseiten öffnen auf unserer Homepage. Dort können Sie dann Ihre Bewerbung abgeben. Das gesamte Aufnahmeverfahren setzt sich mehr oder weniger aus drei Teilen zusammen. Zum einen diese Online-Bewerbung über unsere Homepage, wo Sie schon die Unterlagen abgeben müssen, aber auch natürlich Lebenslauf und ein Motivationsschreiben, warum Sie bei uns studieren möchten. Danach folgt die Einladung zu einem schriftlichen Test. Es ist ein Eligo-Test, der Ihre mehr oder weniger persönliche Qualifikation fürs Studium auch abtestet. Und danach folgt in der Regel noch ein Aufnahmegespräch, wo wir uns dann noch ein Bild von Ihnen persönlich machen können, wo Sie auch aber auch Punkte bekommen. Das heißt, Sie bekommen für jeden dieser Schritte Punkte. Am Ende haben Sie eine Gesamtpunktezahl und die Personen mit den höchsten Punktezahlen, die laden wir dann ins Studium ein. Und zwar deswegen, weil wir im ersten Semester nur 25 Studienplätze haben und in der Regel bewerben sich wesentlich mehr. Und dafür brauchen wir diese Punktereihung, um da auch wirklich eine gute Auswahl treffen zu können. Wie viele Studienplätze gibt es? Habe ich schon vorweggenommen. Für den Einstieg ins erste Semester haben wir 25 Studienplätze. Bei uns gibt es aber auch die Möglichkeit, ins dritte Semester einzusteigen. Und zwar dann, wenn Sie gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, 4 Jahre zumindest Berufspraxis in der Bundesverwaltung. Natürlich dann auch eine absolvierte Grundausbildung auf A2-Niveau ungefähr. Und wenn Sie das erfüllen, können Sie sich ins dritte Semester bewerben. Dort haben wir auch 25 bis 30 Studienplätze. Wenn wir Sie dann aufnehmen für den Einstieg ins dritte Semester, sind aber jedenfalls noch von Juli bis Oktober weitere Kurse zu absolvieren, die sicherstellen, dass Sie danach über das gleiche Wissen verfügen, wie wenn Sie im ersten Semester eingestiegen wären. Was erwartet unsere Studierenden? Natürlich jedenfalls eine anstrengende Zeit, die wir aber gemeinsam positiv, nachhaltig, gestalten werden. Darüber hinaus bekommen Sie von uns jedenfalls Wissen und Kompetenzen. Sie und unser Team, wir wertschätzen und haben Verständnis für berufsbegleitende Studierende. Wir wissen, dass es nicht einfach ist. Wir wissen, dass es wirklich eine Herausforderung sein kann, auch in Phasen, wo es vielleicht familiär oder beruflich viel zu tun gibt. Auch dafür haben wir Verständnis und versuchen das auch gut möglich zu machen. Es erwartet Sie auch noch eine Vernetzung miteinander, ganz ein wesentlicher Asset unseres Studiums. Sie haben Kolleginnen und Kollegen, die zu einem großen Teil schon in der Verwaltung tätig sind. Sie können sich austauschen, sie können Netzwerke bilden. Darauf legen wir Wert. Wir treffen uns mit unseren Absolventen und Absolventinnen mindestens zweimal im Jahr hier bei uns. Wird sehr gerne angenommen. Also das Netzwerk ist von einer großen Bedeutung. Wir garantieren oder Sie können erwarten ein Wissen, das wir aber für die Praxis adaptieren, dass diesen Transfer möglich macht. Und letztendlich, und das gehört auch zum berufsbegleitenden Studieren dazu, eine wirklich serviceorientierte Administration und auch Studiengangsleitung. Also hier bemühen wir uns wirklich, den Studierenden ein gutes Umfeld zu bieten, damit das Studium auch möglich ist. Was erwarten wir uns aber auch von Ihnen? Wir erwarten von unseren Studierenden, dass sie sich nicht als Konsument oder Konsumentin sehen. Ein Studium ist kein Shop oder kein Laden, wo ich das alles mitnehme und sage, okay, das habe ich jetzt alles, sondern sie müssen sich auf jeden Fall mitverantwortlich fühlen für den Erwerb an Wissen und der Kompetenzen.
Nur wenn Sie bereit sind, auch hier mitzuarbeiten und zu sagen, ja, ich leiste meinen Beitrag, dann wird das Studium auch erfolgreich zu sein. Daher erwarten wir auch dieses Engagement und die Mitarbeit. Auch von Ihnen erwarten wir, so wie Sie es auch bekommen, die Wertschätzung und das Verständnis für Ihre Mitstudierenden, aber auch für Lehrende und unser Administrationsteam. Das Netzwerk habe ich erwähnt. Sie müssen aber auch bereit sein, das zuzulassen. Also wir erwarten auch eine aktive Vernetzung, das zuzulassen. Und letztendlich erwarten wir von Ihnen, dass Sie die Möglichkeit des Studiums auch schätzen und das auch so kommunizieren. Wir nehmen nur 25 Personen auf, haben wesentlich mehr Bewerberinnen und Bewerber. Also kann man sich dann wirklich durchaus freuen, dass man es hineingeschafft hat. Und daher sollte man das auch wirklich wertschätzen, hier studieren zu können. Ihr Studienort, das werden Sie vielleicht auch schon in Erfahrung gebracht haben, das ist hier im 10. Bezirk in der Favoritenstraße 226, optimal öffentlich erreichbar. Wir sind direkt an der U1 Station Altes Landgut, also wirklich gut. Nahezu von überall in Wien, aber auch aus den Bundesländern, gut und optimal erreichbar. Gut, im Wesentlichen wäre ich jetzt am Ende meines kurzen Inputs. Von meiner Seite herzlichen Dank. Es würde mich freuen, wenn ich die eine oder den anderen dann wirklich im Bewerbungsgespräch noch persönlich treffe. Alle Fragen beantworten wir jederzeit gerne, wenn Sie etwas wissen wollen. Kommen Sie auf uns zu und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag und sage wirklich herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen im Rahmen eines Bewerbungsgespräches. Vielen Dank.